Hallo, 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 meine Lieben. Ja, da grüße ich euch ganz, ganz herzlich. Am heutigen Dienstag und ausnahmsweise sind wir schon an unserem Stammtisch. Ich habe es ja gestern angekündigt. Moment, jetzt muss ich erstmal die Gegebenheiten müssen stimmen. Ich habe es ja gestern schon angekündigt. Ich bin nämlich am Donnerstag nicht da. Ich bin sozusagen out and about und wenn ich am Donnerstag reinschneiden sollte, dann nur mit einer ganz kleinen Legung, das kann ich aber auch noch nicht versprechen. Und deswegen, würde ich mal sagen, Zeit ist relativ und wir sind halt einfach mal dienstags da. Ne? Ich hoffe, ihr habt gleich viel Spaß bei der Kartenlegung und jetzt wollen wir erstmal gucken, wo hier eigentlich der Chef ist. Gell? Komm mal her, Sigilein. Ja, siehst du, Siggi, ne? 5 Tage vor der Zeit ist es Siegfrieds Pünktlichkeit. Wir feiern hier schon den zweiten Advent. Also, ist ja hier nur so halbe Sache, gell? So sieht's besser aus. Hält die Sache hier auch? Uah, nee. Siggi, Leine, jetzt pass mal auf, jetzt knallt hier gleich. Ups! Jetzt hab ich eine Kerze ausgelacht. Was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß? Moment. So geht's ja nett, ne? Komm, entfach dich an dir selbst. So, habe ich die Kerze ausgelacht. Also neuerdings passieren mir aber auch Sachen. Ich glaube, vor einer Woche oder so hatte ich ja eine beim Kartenmischen ausgewedelt, gell? Jetzt habe ich sie ausgelacht. Die Kerze ausgelacht, wie sich das anhört. Das ist ja völlig zweideutig. Haha. Okay, Sigilein. 5 Tage vor der Zeit ist es Siegfrieds Pünktlichkeit. Ne? So sieht die Sache hier mal aus. So, komm mal hierher. Jetzt machen wir es aber wirklich aus, sonst sind sie gleich weg. Das ist ja eine Strahle an den kleinen Kerzchen, gell? So, jetzt haben wir sie einmal alle gesehen. So, da wollen wir mal schauen. Jetzt brauche ich erstmal, ich hoffe, ihr habt alle ein Getränk am Start. Ach ja. Also neuerdings komme ich ja auch erst später dazu, meinen zweiten Kaffee zu trinken, gell? Das ist immer so eine Sache. Also gerade vor Weihnachten, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Schön, dass wir auf jeden Fall alle hier gemeinsam sind. Ich hoffe, es klappt auch alles, dass das Video pünktlich ist. Vielleicht habe ich mir auch in diesem Moment überlegt, dass ich es gleich ein bisschen später takte. Aber das würde ich dann angekündigt haben noch so, ne? Auf den Plattformen, auf meinem WhatsApp-Kanal oder auf Facebook würde ich wahrscheinlich eine kurze Info reinsetzen. Wenn ich mir überlegen sollte, je nachdem, wie lange wir jetzt hier auch brauchen, bis wir hier klar sehen, ne? Würde ich ankündigen, dass das Video vielleicht auch erst um 22 Uhr startet. Ne? Da seid ihr ja alle noch fit, ich kenne euch doch. So, Siggi, was hat... Jesus, Mutter Anna. Junge, 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 was hast du denn heute dabei? Ja, hast dir aber heute was vorgenommen, gell? Ja, siehst du mal, nichts hier mit so einer Mordsmandarine. Heute gibt es eine Mordsapfelsine. Ja, da bin ich mal gespannt, was du da draus machst, ne? Ja, auch Siggi ist stärker geworden. Ne? Da gibt es auch den schönen Spruch von Astrid Lindgren. Der Sturm ist stärker geworden. Du auch, Pippi. Ne? So war das nämlich. Und so ist es nämlich jetzt hier mit uns. So, und passt auf, heute wird hier geerratet. Heute wird geerratet. Wir legen heute mit Errat Aliquando, deine Geschichte bist du. Das ist das Kartendeck von mir selbst. Wem es gefällt, findet den Link zum Shop in der Infobox. Und den ganzen Dezember, also auch in den Rauhnächten noch, gibt es ein schickes, schwarzes Yonanda-Büchlein mit Metatron-Gravur und völlig leer, da kannst du nämlich mal schön selber reinschreiben, gibt es mit dabei bei Bestellungen ab 40 Euro. Ne? Und wenn du hier mit so einem Siggi, mit so einem Erhard, ne? Mit dem Siggi liebäugeln wir ja alle, aber wenn du mit einem Errat Aliquando-Kartendeck liebäugelst, ist dann prompt noch ein Büchlein mit dabei. Ne? So. Das sage ich jetzt immer mit dazu, weil im Dezember ist das so. Ne? Und wir schauen mal, wie die ganze Sache hier demnach so wird. Wir überlaufen nämlich wieder alles dem sogenannten Schicksal. Was bleibt denn hier am Tisch liegen? Nichts. Ne? Gut, das ist auch was.
Nun kann man nichts, ist besser als gar nichts, gell? Ihr wisst ja schon Bescheid. Ich. Yes, Siggi, was schaffst denn du da hinten, ha? Ich. Ja. Da bin ich gleich mal gespannt, was du dann hier für Ideen hast, ne? So. Junge, wenn ihr sehen würdet, was hier für eine heiße Schlacht am kalten Buffet passiert. Okay, also pass auf, folgendermaßen funktioniert das Ganze jetzt. Wir haben hier 4 Personenkarten drin. Als Zuschauer bist du grundsätzlich die Dame und dein Gegenüber ist grundsätzlich der Herr. Das Geschlecht spielt keine Rolle. Also auch wenn du männlicher Zuschauer bist, bist du die Dame. Und wenn dein Gegenüber weiblich ist, liegt sie trotzdem als der Herr drin. Ich für meinen Teil, also moi, ne, ich stehe für den Zuschauer. Also ich bin eine von euch. Ich bin das Junanderchen als sozusagen kollektiver Zuschauer. Ne? Ich bin der Zuschauer. Das heißt, ich spreche auch aus der Sicht der Dame. Und alle anderen drehen sich dann halt passend. Ne? Also Zuschauer gleich Dame, gegenüber Energien der Herr. Dann haben wir da verschiedene Personenkarten drin. Wir haben die mit den geöffneten Augen, die sind offensiv. Und wir haben die mit den geschlossenen Augen, die fühlen. Ne? Die sind mit ihrer Seele verbunden. Also die sind Seele. Ne? Die sind, also man hat ja keine Seele, man ist ja eine. Also das ist auch wieder so ne, dieses, ich habe einen Körper. Ja, vorübergehend, ne? Das könnte man so sagen. Man hat vorübergehend einen Körper und man ist ja eine Seele. Ne? Man ist eine Seele in einem vorübergehenden Körper. So. Und die mit den geschlossenen Augen, die stehen halt wirklich für sozusagen fürs Innenleben, ne? Für das Seelische, für die Seele, die fühlen unglaublich viel. Und die mit den offenen Augen, die sind eher offensiv und aktiv. Ne? Und die fühlen, da muss es nicht sein, dass die das aussprechen, was sie fühlen, aber das zerpflücken wir gleich. So, und dann haben wir ja hier 36 Häuser. Genau, ich wedel mal unser Gedöns aus. Ne? Das ist heute eine wackelige Sache. So seht ihr den Hut nicht. Bis hier mal alles stimmt. Ja, so kann es was werden. Also, Tischlein deck dich. Also, wir haben ja hier unsere wunderschöne Leo-Schablone. Möge das Tischlein sich decken. So. Oh, Moment. Da brauchen wir mehr Space. Brauchen also noch ein bisschen mehr Platz. So wird's was. So könnte es klappen. So könnte es was werden. Die neu sind, ich zeige euch dann die Karten entsprechend in die Kamera. Die alten Hasen wissen ja schon Bescheid, wie wir das hier machen. Ne? Man sieht halt nicht, bei mir nicht immer alles, weil ich zeige dann halt immer die Karten. Dafür hat man das Gefühl, man sitzt mir gegenüber, auch wenn ich immer mal ein bisschen kopflos bin, aber so bin ich halt, so bin ich tatsächlich. Ne? Aber da ich ja weiß, dass viele von euch Wert drauf legen, mich ab und zu mal zu sehen, mache ich das ja immer am Anfang. Ne? Dann halte ich meine Rübennase auch mal an die Kamera. So, also, wir haben jetzt hier 36 Häuser, wir haben aber wesentlich mehr Karten. Und wir schauen mal und überlassen es dem Schicksal. Und das ist dann nämlich echt, ob die Personenkarten überhaupt hier drin liegen. Und ansonsten liegen sie in der Resterampe. Die Resterampe bezeichnen wir als Konto. Auf das Konto greift man dann zurück, wenn die Zeit reif ist. Also das ist das, was so gehamstert wird, ne? Kann man so sagen. Das wird so gehamstert an Energien. Und alles, was sich jetzt hier ins große Blatt reinlegt, steht gerade an. Egal, ob die Personenkarten mit dabei sind oder nicht, weil wir haben ja die Häuser der Personenkarten. Es zeigt uns halt, wenn die Personen mit im Blatt liegen, ob sie gerade sich aktiv, oh, hier wackelt es doch, yes, ist Mutter Anna, ob sie sich aktiv mit dem Prozess auseinandersetzen, ne? Oder ob sie unbewusst ja, vielleicht im Thema sind, ne? Es kann ja schon sein, dass sie sich auch mit der Liebe beschäftigen, aber ob das bewusst passiert, weil hier auf dem Tisch vor uns liegt der Prozess, das, was gerade ansteht. Und wenn die Personenkarten drin liegen, sind sie auf jeden Fall aktiv mit dem Prozess beschäftigt, liegen sie auf dem Konto oder in der Resterampe, passiert das Ganze unbewusst oder die haben ein ganz anderes Thema. Ne? So, und dann brauchen wir 36 Karten und dann nehmen wir noch, ich würde mal sagen, 3 für die Überschrift. Der Rest ist die Resterampe, okay? Und ich lege jetzt auch los. Wem beim Gesülz hier zu viel ist, spult bitte vor. Und wer bis heute noch nicht verstanden hat, dass man ein Video vorspulen kann und sich deswegen laut krähend in den Kommentaren beschwert, ja, dass ich auf meinem eigenen YouTube-Kanal
verbal zu viel erzähle, ja, der hat halt ganz einfach einen Knall nicht gehört. Ne? Also, es ist ja keiner gezwungen, mir zuzuhören. Also ihr könnt alle vorspulen und nur die Kartenlegung schauen. Ne? Ansonsten wohne ich ja hier. Das ist ja sozusagen, ihr seid ja hier herzlich willkommen in meiner guten Stube. Und hier kann ich den ganzen Tag so viel erzählen, wie ich will. Ne? Das nur mal so ganz am Rande. So. Was wollte ich jetzt noch so sagen? Jetzt geht's los. Ne? Also denkst du an dein Thema? Und wir schauen mal, was sich reinlegt. Ihr da oben, wir sind bereit, wenn ihr es seid, die große Raubtierfütterung kann beginnen. Das Rudel ist aktiv am Start und stürzt sich gleich wie der Bussard auf die gesammelten Innereien auf die Kartenlegung. Wir werden alles zerpflücken bis ins letzte Detail, weil wir überwiegend weibliche Energien hier sind. Ne? Also auch die männlichen Zuschauer sind sozusagen Mannsweiber. Ne? Weil die Kartenlegerei, ach guck mal hier. Hier taucht jemand aus der Versenkung wieder auf. Das nehmen wir schon mal mit. Ne? Also wer Karten legt und über die Karten halt auch so ein bisschen spekuliert, der ist ja auch schon so ein bisschen neugierig. Ne? Und es erinnert einem ja immer wieder an die gute alte Else Kling, ne, die hinter den Gardinen hängt und beobachtet, was da draußen in der großen weiten Welt so los ist. Ne? Die habe ich ja immer gemocht. Ne? Die mich immer so an meine eigene Oma erinnert. Ach Gott, genial. So. Ich würde mal sagen, das ist es. Das fühlt sich so an, als ob es das wäre. Jetzt legen wir erstmal aus und gucken mal, wer hier alles mit drin liegt im Prozess. Das wird wieder spannend. In deinem Haus, hier, haltet euch fest, ich bin der allerbeste Stobbo. In deinem Haus liegt er. Er liegt bei dir, er ist bei dir, er fühlt für dich. Mit geschlossenen Augen liegt er in deinem Haus. Ist das nicht der Hammer? Da ist ja der Rest vom Platz schon völlig egal, oder? Das ist ja mal wohl der Oberburner. Er liegt bei dir in deinem Haus. Und dann liegt die gute Stube auf der 2. Ich zeige euch jetzt nicht einzelne Karten, sondern nachher, ne, damit es ein bisschen schneller geht. 3, mit euch in Zeit als Sanduhr. 4, die uralte Mooreiche, also auch wieder mit dabei. 5, der Mangel. Und in seinem Haus liegt der Uhu. Die Weisheit, ne, der weise Rat, der weise Ratgeber vielleicht auch. Er liegt nochmal drin. Das ist auch eher offensiv. Er sucht nach einer Lösung, weil er hat sich in die Maus gelegt. Ja, es ist also Sigilein. Du willst es aber heute wissen, gell? 8, Baum der Welten. Ach, ich wollte es euch ja nicht mehr zeigen. 9, das Hörnchen. 10, die Schnecke. 11, die Taube im eigenen Haus. Das finde ich auch spannend, ne? Das Däubchen im eigenen Haus. 12, die Fee. Spiegelt in ihn Angst vor der Liebe. Ne? Kann ich schon mal gleich sagen. Er hatte ganz schön die Hosen gestrichen voll. 13, der Rahmen. 14, der Bär. 15, der Bärkristall. 16, Realität. 17, die Schmiede. 18, der Dachs. neunzehn, der Hirsch. Röhrig. 20, Wolkenkuckucksheim, 21, Altpfade, neue Wege, 22, die Mauer. Boah, die liegt im Haus der Gefährten, ist nicht so schön. Aber keine Illusion, wir haben hier keine Illusion. Nein, Wolkenkuckucksheim, keine Illusion. Nein, liegt auf dem Hirsch. Und die Kutsche liegt auf der 24. 25, die Nachtigall liegt auch mit drin. Oh, da korrespondiert er rein. 26 St. Nimmerleinstag, 27 Haus aus Stein, 28 Tischlein deck dich, 29 Nusch. 30 hinter der Rosenhecke, die Liebe im Verborgenen, weil Angst, spannend. 31 der Goldfisch, 32 du, also du liegst auch gefühlstechnisch volle Möhre drin im Haus des Uhu, der Uhu liegt bei ihm. Demnach bist du auch seine gute Ratgeberin. Du schaust direkt auf den Wolf, der liegt auf der 33. Du folgst also dem Ruf deiner Seele. Du folgst dem Ruf seiner Seele. Das soll jetzt vielleicht so sein. Okay, seine Seele ruft dich und du hörst den Ruf. 34 Foxy, der Fuchs. 35 Durcheinander. 36 die leere Karte. So,
Die gute Nachricht ist, der Kollege liegt nicht mit drin. Ne? Also der Kobold liegt nicht mit drin. Untere Karte ist schon mal das Rehkitz schützenswert. Jetzt geht es ja noch weiter und wir haben ja noch die Überschrift. Das Spinnrad, wenn man vom Teufel spricht, der Kobold und das Glühwürmchen, der alte Sack, ey. Gut, das Konto heben wir uns auf, weil im Konto liegst ja auch noch du. Vielleicht schauen wir dann auch noch rein, was dich bewegt. Ne? Also du bist ja gefühlstechnisch voll im Prozess. Er ist total im Prozess. Also mit beiden Personenkarten, die ihn bezeichnen, ist er volle Möhre drin. Du gefühlstechnisch bist vielleicht aber auch 3D-technisch noch mit anderen Dingen beschäftigt. Wenn wir Zeit haben, gucken wir rein. Jetzt fangen wir erstmal an mit der Überschrift, weil hier will eine Energie in Form des Kobolds dem Schicksal ein Schnippchen schlagen und will hier zauberhafte Momente stehlen. Ne? Weil der Kobold stiehlt, was lieb und teuer ist. Und das kann sich für dich so anfühlen in der Beziehung, als ob dein Gegenüber das, was ihr Schönes erlebt habt, vergessen hat. Weil der Kobold stiehlt diese schönen, zauberhaften Momente. Der Kobold hat aber mit dem Spinnrad auch, also der hat ja sowieso seine Daseinsberechtigung, weil alle Energien oder alles, was zu deiner Geschichte dazugehört, ob es dir gefällt oder nicht, hat einen Grund, warum es so ist, wie es ist. Es hat einen Grund, warum es da ist. Es hat einen Platz in dieser Geschichte. Ne? Es gehört zur Geschichte dazu, ob uns das schmeckt oder nicht. Es gibt ja manchmal Begebenheiten, die will man nicht haben, die lehnen wir ab. Zum Beispiel, wenn Kräfte wie Koboldenergien reinkrätschen. Ich will dazu sagen, für die, die neu sind, mir ist bewusst, dass nicht alle Kobold-Energien bösartig sind. Ne? Nur muss halt eben in jedem Kartendeck natürlich auch das Schattenlicht präsentiert sein. Und der Kobold ist eben eine dieser Energien, die halt ganz einfach die Finsternis symbolisieren. Und hat sich, also dieser Kobold ist der mutigste von allen, weil der hat gesagt, ich mach's. Also ich bin hier der Arsch, ne? Den keiner haben will. Und ich soll aber immer auch von der Conny sagen, auch der Kobold wurde mit viel Liebe gezeichnet. Ja. Und es ist hier etwas Karmisches, ja, was hier vielleicht auch das Gefühl vermittelt, dass das Schöne gestohlen wurde. Also als ob dieses Schöne, was man hatte, weg ist, geraubt wurde. Es ist auf einmal keine Spur mehr davon. Und das kann ganz einfach so sein, dass sich das für dich so anfühlt. Jetzt haben wir hier eine gute Nachricht, weil im Haus des Kobolds liegt der Bergkristall. Und das heißt aber auch, die Erinnerung wird zurückkommen. Der Bergkristall ist der Master Healer und der steht für die Erinnerung. Im Übrigen, ich war eben bei meiner lieben Freundin Pedi. Ne? Meine liebe Freundin Pedi, die hat auch eine ganz tolle Facebook-Gruppe, Ruheplätzchen Steingeflüster. Da könnt ihr gerne schauen. Die wird sich jetzt freuen, wenn es dann nachher in ihrer Gruppe kracht. Wenn ihr da alle rein wollt. Und mit der Pedi bin ich, wir sind so, es ist quasi meine Steineschwester. Und bei der bin ich eben eingekehrt und habe mir einen wunderschönen, so eine Flamme, guck mal. Ich habe so eine Bergkristallflamme mir dort mitgenommen. Das ist so eine Flame. Und die ist so aufsteigend, ihr seht jetzt gar nicht, was die für schöne, die hat so Nebel da drin. Ne? Die ist so aufsteigend und dann hat die hier unten hier voll so eine Kante. Ne? Und da habe ich mir gedacht, das ist doch hier so symbolisch der Prozess, ne? Der Aufstiegsprozess, ne, diese Spirale nach oben mit Ecken und Kanten. Gell? Das ist so, manchmal holpert es eben auch. Fand ich so schön und erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an Merlins Hut. Deswegen habe ich mir den Kristall mitgenommen und ja, der bekleidet uns jetzt einfach mal hier. Gell? Setzen wir doch mal da drauf. Ne? Also der Bergkristall selbst als Master Healer, der liegt im Haus des Kobolds. Das heißt, die Erinnerung an diese zauberschönen Momente, die kommt zurück. Das ist nur scheinbar gerade so ein bisschen abgesoffen, gell? Aber das kehrt zurück. Ne? Also der Bergkristall, der eben auch für, das ist ein Wissensspeicher. Der lehrt dich auch, es geht nichts verloren. Nichts geht je verloren. Ne? Also das ist ein Gefühl vielleicht, was du hast. Und das ist die Wahrheit, sagt er. Das ist die Wahrheit. Realität. Realität ist das, was greifbar ist. Das heißt auch, die Erinnerung an diese schönen Momente,
die sind schon wieder greifbar. Und ich glaube nämlich, dass er sich an die schönen Momente erinnert, weil er liegt fühlend direkt in deinem Haus. Also der ist bei dir. Er ist bei dir. Und das finde ich echt zauberschön. Der korrespondiert, wir fangen mal jetzt gerade mal direkt mit ihm an, in den Goldfisch. Er hat absolute Gefühle für dich, tiefe, tiefe Wasser. Und du bist ja mehr für ihn als, jetzt hört sich jetzt blöd an, man darf es auch fast gar nicht so aussprechen, als nur, ich setze es mal so in Anführungsstriche, als nur die Liebe, sondern du bist auch zeitgleich mit dem Uhu seine weise Ratgeberin, weil du liegst im Haus des Uhus. Na, also du bist wichtig für ihn. Du bist ja vielleicht sogar sein Orakel, gell? Das kommt mir gerade so durch. Und der Uhu, das ist ja jemand, der sagt, geh deinen Weg und bleib auch drauf auf dem Weg. Ne? Also der Uhu weiß um die Wege der Seele. Und wenn man dann versucht, sich so drum rumzudrücken, um so einen Weg, der sowieso gegangen werden möchte, ja, dann gibt es wieder Daumenschrauben, ne? Weil der Uhu, der hat die Zahl 32 hier oben im Eckchen stehen. Ne? Und die 32 ist die strenge Führung und prompte Quittung. Und er sagt, wenn es einen Weg zu gehen gibt, dann geh auch den Weg. Weil wenn du vom Weg abkommst, dann gibt es Daumenschrauben. Ne? Dann also, da wirst du zurück in die Spur getreten. Ne? So, so läuft das dann nämlich. Ja, wie siehst denn du so süß aus, Siggi, ne? Ja. Du küsst heute die Mauer. Komm mal her, ich will dich mal hier. Du siehst ja aus wie so ein bisschen wie dieser, wie heißt das, geschlüpfte, der Calimero, ne? Hat der nicht auch eine Eierschale auf dem Kopf? Also sowas. Oh, ach ja, hier. Siggi, du hast doch kleine Brötchen gebacken. Hat er mir doch, in Mandarinchen hat er mir mitgebracht, gell? Nichts davon wegen, die Apfelsine. Liebling, ich habe die Apfelsine geschrumpft. Naja, ich bin ja schon froh, wenn du dich überhaupt um mich kümmerst. Gell? Also, wenn Siggi sich um uns kümmert, das ist ja mehr als sensationell. Okay. Also, du bist seine weise Ratgeberin. Du weißt um den Weg der Seele und er ist hier auch. Er korrespondiert ja in den Goldfisch rein. Der Goldfisch liegt im Haus der Kutsche. Der ist voll im Prozess. Der ist gefühlstechnisch im Prozess. Der setzt sich gerade mit den Gefühlen zu dir auseinander. Der erinnert sich vielleicht auch an vieles, was du ihm sagst. Jetzt haben wir ja hier in der Überschrift unseren Bold, der die schönen, zauberhaften Momente stiehlt. Ne? Und das soll aber auch so sein. Das ist was Karmisches. Das Gefühl soll da sein, weil es geht hier darum, dass man sich erinnert. Das ist Teil der Prüfung. Also die Erinnerung an diese zauberhaften Momente, das ist Teil der Prüfung. Und so wie die Karten hier liegen, erinnert er sich gerade. Er erinnert sich an die Gefühle. Er ist voll drin im Prozess und seine Gefühle, die machen ihm mal so richtig Wuling, weil wir haben dann noch die Spiegelung in die leere Karte, alle Kräfte wirken. Und die liegt im Schicksal. Mhm. Und das Schicksal liegt ja in der Überschrift, ne, und schickt ja hier den Kollegen, der die schönen Momente stiehlt. Und da sieht man aber auch deutlich, dass er hier machtlos ist. Ne, das ist so eine Momentaufnahme. Das war vielleicht vorübergehend so, dass dein Gegenüber sich so ein bisschen rausgenommen hat aus der ganzen Geschichte, ist abgetaucht, war verschwunden. Und du hattest vielleicht das Gefühl, er hat dich total vergessen. Hat er aber nicht. Man sieht hier deutlich, sogar, also man kann sogar sagen, er ist intensiver gerade mit dem Prozess beschäftigt als du, weil er liegt mit beiden Personen im Blatt und zwar freiwillig. Und er erinnert sich hier an diese zauberhaften Momente. Der ist voll im Gefühlsprozess. Was fühlt er für dich? Du bist für ihn mehr als einfach nur ja, eine Frau, auf die er abfährt, auf die er steht und die er sich vielleicht auch einfach voll verliebt hat. Sondern mit dem Uhu bist du für ihn halt auch weise. Du bist weise für ihn und du bist eine wichtige Ratgeberin, die er braucht. Und die Gefühle zu dir,
Die machen dem hier mal ganz schön Wuling. Und mit der leeren Karte, alle Kräfte wirken im Spinnrad, Korrespondenz in den Uhu, bedeutet das auch, dass er weiß, er kommt hier um den Prozess und um diesen Weg nicht drumherum. Das ist ihm völlig klar. Er kommt an dir nicht vorbei. Das ist so. Er kommt an dir nicht vorbei. Ja, was machst du denn überhaupt? Da schauen wir jetzt erstmal, was du so schaffst. Oh, du bist im Moment auch ein bisschen durcheinander. Natürlich macht das Ganze auch was mit dir. Du liegst im Haus des Uhus. Ne? Also du bist die weise Ratgeberin, brauchst aber auch gerade selbst Rat, denn du spiegelst in das Durcheinander und das liegt im Haus von Lord. Ne? Und Lord ist ja die stärkste Karte im Deck, das stärkste Haus, auch nichts hält das Licht auf. Und ja, du bist hier vielleicht auch ein bisschen geblendet, weil hier kommt also eine ganz starke Energie, mit der du konfrontiert bist. Und ja, das macht dir auch schon so ein bisschen Wuling. Es geht ja um ihn. Ne? Also es zeigt aber auch, das ist eine ganz lichtvolle Energie. Wir sind hier auf, denkt immer dran, auch wenn das im Weltlichen sich manchmal echt haarig anfühlt. Ne? Und man sagt, boah, ey, ich will den ganzen Mist hier nicht haben. Ich will es nicht. Ne? Auf höherer Ebene entspringt ja diese Begegnung der Liebe. Es ist eine Absprache in Liebe und wir haben hier eine ganze Menge Licht, sodass du schon sagst, so, ich bin geblendet von dem ganzen Licht. Ne? Und was wir hier auch haben, du korrespondierst in die gute Stube und die gute Stube, das ist so, letztes Wochenende hatte ich hier eine Frauenrunde sitzen, wir haben den ganzen Tag Erat Aliquando gelegt und ich gebe euch jetzt mal eine ganz coole Information rein. Es ist ja die gute Stube im Deck und die gibt es nochmal, da steht dann drauf die Dorfkneipe. Ne? Und da hat eine Teilnehmerin gesagt, dass für sie die gute Stube eher so der Rückzug ist. Es will so unter sich sein, die gute Stube Tür zu und die Dorfkneipe ist so die Öffentlichkeit. Da bin ich total stimmig mit. Ne? Also für alle die dieses Deck genauso lieben wie ich. Ich liebe dieses Kartendeck, wirklich. Und da sich auch vertiefen wollen, das ist so ein Impuls. Ne? Ihr wisst ja, das ist ein Kartendeck, das schenkt euch absolute Freiheit. Das ist wirklich eigene Interpretationssache, aber ich empfinde das als sehr stimmig. Dass die gute Stube so dieser abgeschlossene Raum ist, wo man die Tür zumacht und wo man einfach zu zweit allein ist. Ja? Und das fehlt ihr. Und die Dorfkneipe ist eher so, man macht die Tür auf, da sind noch viele andere. Da ist so Halligalli, da wird gefeiert, gesungen, getanzt und gelacht, was weiß ich. Das ist mehr so die Öffentlichkeitsstimmung. Und sie ist hier, ihr fehlt die Zweisamkeit, ne? Also dir, ne? Der Dame. Weil die gute Stube spiegelt in den Mangel rein. Ihr fehlt die Zeit allein mit ihm. Und es gibt hier so viel zu klären. Sie ist also hier schon, die Dame ist durcheinander. Da gibt es vielleicht so viel zu sagen und du weißt vielleicht auch nicht, wo du ihn gerade hast und du bist hier voll mit deiner Seele verbunden, sehr auch mit deinen Gefühlen beschäftigt und versuchst so Ordnung in dieses Durcheinander reinzukriegen, ja, wenn schon diese Zweisamkeit fehlt, der direkte Kontakt mit ihm oder diese Möglichkeit, sich auszusprechen oder einfach mal allein zu sein, sich tief in die Augen zu schauen, sich die Hand zu halten, sich in den Armen zu legen und. Das fehlt ihr und sie versucht hier gerade, sich selbst zu klären und sich reinzufühlen, um das, was sie eigentlich gerne mit ihm alles austauschen würde. Da kann sie sich jetzt nur auf ihr Gefühl verlassen. Ja, was würde er jetzt sagen, wenn wir zusammen wären? Wie wäre es jetzt, wenn wir zusammen wären? Wenn wir uns anschauen, wie fühlt sich das an? Also sie versucht hier ihr Durcheinander zu klären und die Antworten, die sie eigentlich von ihm gerne hätte, in sich zu finden. Jetzt habe ich es aber, das war aber eine schwere Geburt. Und sie folgt hier dem Ruf ihrer Seele. Sie schaut direkt auf den Wolf. Der Wolf liegt im Haus aus Stein. Und es zeigt auch, dass die Seele stabil ist. Sie ist zwar ein bisschen durcheinander, sie ist aber seelisch stabil. Und dann haben wir hier den Fuchs, der liegt im Haus der Fee. Das heißt auch, die Selbstliebe liegt über den Ängsten. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie
gravierende Ängste hat, sich auf diese Liebe einzulassen. Sie ist mit dem Fuchs gut aufgestellt. Der Fuchs ist tough. Das ist ein alter Stratege. Der ist eher kühn. Ja? Der Fuchs, der kann ja ganz schöne Schoten treiben. Ne? Das ist keiner, der Angst hat. Der Fuchs ist eher gewieft, ne? Und überlegt, wie er es am besten hinkriegt. Also hier ist keine Angst bei der Dame. Der Fuchs liegt im Haus der Ängste. Die Fee jedoch, die spiegelt ihn. Jetzt schwenken wir mal so rüber. Ne? Er, offensiv, sucht er nach einer Lösung. Er hat sich nämlich ins Haus der Maus gelegt. Ne? Die Maus. Und er sucht einen Weg, seine Ängste loszuwerden, denn er spiegelt in die Fee. Also er hat hier wesentlich mehr Ängste, sich auf das mit euch einzulassen als du. Jedoch ist er schon unterwegs, er weiß das, dass er Fraxsausen hat und überlegt, wie kann ich es auflösen, weil er ist ins Haus der Maus gegangen. Die Maus hat den Schlüssel, die kommt überall rein und überall raus, um genau zu sein, hat sie einen Dietrich. Ne? Das ist ein kleines Einbruchswerkzeug, was die da hat. Ne? Und er will hier lösen, er will die Angst loswerden. Die Nachtigall, die Angst, die Fee, liegt im Haus der Nachtigall und er korrespondiert hier in die Nachtigall. Und die Nachtigall, das ist das Abendlied der wahren Liebe und das sind die Gefühle, die er für dich hat. Er denkt ja an nichts anderes, weil er sucht offensiv nach einer Lösung, wie er mit dem ganzen Schlumpumster da irgendwie umgehen kann und in seinen Gedanken liegen seine Gefühle zu dir. Er denkt über seine Gefühle zu dir nach, weil seine Gefühle zu dir liegen in deinem Haus. Also er denkt eigentlich 24/7 an dich und überlegt, wie kann es werden. Die Nachtigall liegt im Haus der alten Pfade neuen Wege. Er will hier einen Weg finden, diese Liebe zu leben. Der will hier eine Angst überwinden, das ist total gut. Und im Moment liebt er dich so im Verborgenen. Es ist noch nicht ausgesprochen unter Umständen, bei vielen von euch. Bei einigen ist es vielleicht auch ausgesprochen. Aber hier auch die verborgenen Gefühle, die Rosenhecke hat sich hier auf den Goldfisch gelegt. In den Goldfisch korrespondiert er rein. Der Goldfisch liegt in der Kutsche. Er ist hier absolut in einem gefühlstechnischen Prozess, was dich betrifft, spricht aber nicht drüber. Er macht das mit sich aus. Was auch zeigt, seine Augen sind geschlossen. Er ist total bei dir. Korrespondiert in den Goldfisch. Der Goldfisch ist im Prozess, also das sind seine Gefühle. Er fühlt für dich, ist im Prozess und da liegt die Rosenhecke aber drauf. Also er fühlt es für sich, ohne das jetzt an die große Glocke zu hängen. Ne? Weil er ganz einfach noch dabei ist, diese Angst abzulösen. Er will hier einen Weg finden, diese Liebe zu leben. Ne? Das ist echt spannend. Ja. Und du hättest gerne mehr Zweisamkeit mit ihm oder einfach so... Ja, die stillen Momente, wo du mit ihm unter vier Augen vielleicht auch einfach mal drüber reden könntest. Ne? Was macht man in der guten Stube, wenn man zu zweit alleine ist? Ne? Also da ist ja hier absoluter Blickkontakt auf jeden Fall da. Das ist wichtig, das fehlt der Dame. Also versuchst du es mit dir allein auszumachen. Allein, ganz allein. Ja, was machst du denn noch so? Schauen wir mal. Er liegt ja in deinem Haus, das ist schon mal klar. Du dürftest ihn auch spüren. Heute könnte vielleicht so ein Tag sein, also mit heute meine ich den Moment, wo du diese Legung schaust, Zeit ist relativ, wo du ihn stark spürst und vielleicht auch dich ganz besonders durcheinander fühlst. Ne? So, in deiner Gedankenebene, da liegen natürlich auch so die Zweifel, der St. Nimmerleinstag, der liegt im Haus der Nelke, direkt über dir. Und da liegt dann direkt die Liebe daneben. Also du bist dir hier total unsicher. Ja. In deinen Gedanken oder das, was du fühlst, weil ich habe wirklich deutlich das Gefühl, das, was du hier fühlst, du kannst es ihm nicht sagen, weil er nicht mit dir drüber spricht. Ja. Du fragst dich hier, ob er dich überhaupt anziehend findet. Glaubst es vielleicht auch gar nicht, weil der St. Nimmerleinstag liegt auf der Nelke. Ja, stellt sich vielleicht die Frage, findet er mich überhaupt schön, attraktiv, kann er mich riechen und. Dann liegt da die Liebe, die wahre Liebe. Machst dir Gedanken, hat er auch Gefühle für dich? Du weißt es nicht. Denkst dir vielleicht auch, niemals nicht, ne, mit dem St. Nimmerleinstag, der auch noch ins Nichts spiegelt. Du weißt es nicht. Also du tappst hier so richtig im Dunkeln.
weil er das, was er für dich fühlt, und das ist der Hammer, was er für dich fühlt, weil er das aber so im Stillen ausmacht, ne? Ich bleib dabei, dir fehlt der Raum, ist aus, also dir fehlt der Rederaum, ganz einfach, ne? Und natürlich hättest du hier gerne eine Basis, also denkst darüber nach, ja, wie kann man denn Stabilität in die ganze Kiste reinbringen? Und es belastet dich, ne? Dann haben wir hier in der Diagonalen die Mauer, die auch noch im Haus der Seelengefährten liegt, die knallt so auf das Haus. Also du suchst eigentlich nur eine Basis, aber das funktioniert nicht und das macht es zur Belastung, weil du hier nichts weißt. Ne? Also du weißt auch nicht, ob es eine Zeit für euch auch gibt, wo ihr euch vielleicht auch fühlen könnt mit der Nelke. Die Nelke ist ja diese krasse Anziehungskraft. Das ist vielleicht auch wieder, vielleicht bist du da auch wieder hier in diesem gestohlenen Moment, weil ihr hattet zauberhafte Momente, da war das alles da. Ne? Und jetzt ist es weg und du hast das Gefühl, verflixt und zugenäht, es wurde gestohlen. Das ist, als ob jemand diese Wärme aus der Beziehung rausgestohlen hätte und da bleibt dann nur noch dunkel und kalt. So ungefähr fühlst du dich. Diese zauberhaften Momente waren da und in diesen Momenten hast du auch die Anziehungskraft gespürt. Aber jetzt bist du so völlig verunsichert. Du bist durcheinander. Dir fehlt die Begegnung. Was haben wir jetzt? Das Durcheinander legt sich hier auf die alten Pfade, neuen Wege, die Mauer. Genau, man weiß hier nämlich nicht, wie es weitergehen soll. Und man sucht hier nach einer Möglichkeit, in die Stabilität zu kommen und quasi mit Tischlein deck dich an einem gedeckten Tisch zu sitzen. Ne? Und das ist nicht geklärt. Es ist hier weder geklärt, wie es weitergeht, aber er ist dabei, das zu klären. Weil die Nachtigall liegt im Haus der alten Pfade, neuen Wege. Das ist aber was, das kannst du jetzt durch die Kartenlegung nur erahnen, dass das so ist. Er spricht es nicht aus, er macht es mit sich alleine aus. So, es ist also hier nicht geklärt, wie es weitergeht für dich. Da ist eine Energie, die blockt total, macht dich auch durcheinander. Und das ist so auch die hohe Mauer und das Haus, das ist so festgefahren. Und dann liegt da auch noch diagonal die Schmiede auch noch in der Diagonalen weiterhin. Das ist wie, mir kommt gerade rein, hämmernde Kopfschmerzen, ja. Als ob dir die Birne dröhnt und du findest hier einfach keinen Weg, weil der Weg läuft direkt vor die Wand. Ja, das ist verflixt. Ja, und hier dieses, der gedeckte Tisch, Tischlein deck dich, das bleibt aus. Also hier kommt und kommt als nichts. Ne? Jedoch, wir wissen ja, er setzt sich hier intensivst auseinander. Das ist scheinbar so. Ja. Vielleicht hilft dir die Haltung, ich weiß, dass ich nichts weiß. Vielleicht hilft's, weil er hat hier definitiv ganz, ganz starke Gefühle für dich. Dich belastet das Ganze, weil er sich ganz einfach in die Karten gucken lässt. So, deswegen gucken wir ja hier rein. Ne? Er lässt sich in die Karten gucken, also klotzt die Yolanda. Ne? Yolanda klotzt rein. Völlig unverfroren. So, jetzt schauen wir mal, was aktuell zwischen euch los ist. Das ist die obere Reihe. So, aktuell ist schon mal los. Er ist bei dir. Du wirst ihn fühlen. Also wer hier wirklich in einem Prozess ist, fühlt ihn. Weil er fühlt für dich. Da ist eine schwingende, tiefe Sehnsucht mit, weil er mit seinen ganzen Gefühlen längst bei dir ist. So, wir sind also hier wieder, ich erinnere euch an den Aufstiegsprozess. Ne? Wo wollen wir hin? Ne? Wisst ihr. Wenn wir nach oben wollen, dann müssen wir halt auch von unten weg. Ne? Und das ist dann immer so konträr, weil wir reden alle vom Aufstiegsprozess, aber die meisten wollen ja hier was greifbar haben. Ne? Aber genau da liegt ja die Schulung, ne? Dass wir lernen, intuitiv zu sein. Und da bist du gerade voll drin, ne? Volle Möhre drin. Und dann hast du hier voll das Haus aus Stein im Kopf mit Mauer und Schmiede. Ne? Ja, es ist so, also es fühlt sich schwer an. Also guckt es euch allein mal an. Gell? Das ist alles in deiner Gedankenebene. Du tust dich hier schwer. Und das macht dich durcheinander, weil du nicht weißt. Er lässt sich nicht in die Karten gucken. Jedoch, das übernehme ich. Ne? Also er ist längst bei dir. Dann steht auch schon direkt vor deiner Tür die gute Stube. Und diese Begegnung wird kommen.
dass ihr euch unter vier Augen oder unter vier Ohren, ne, weil ich möchte hier auch ganz einfach, das ist mir wichtig, für die, die sich nicht treffen können, weil vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, der halbe, die, wie heißt denn das, der halbe Erdball dazwischen liegt, also die große Distanz, ja, weil man sich nicht treffen kann, möchte ich auch für dieses unter vier Augen, unter vier Ohren, das kann auch ein Telefonat zum Beispiel sein. Also hier wird diese Begegnung kommen, dass man zu zweit ist und klären kann, weil zur rechten Zeit kommt es hier. Ne? Wir haben hier auch noch die uralte Mooreiche. Das taucht auf. Die Gelegenheit taucht zum richtigen Zeitpunkt auf. Das wird kommen. Und dann liegt hier direkt vor seinem Haus liegt der Mangel. Ihm fehlt nämlich was. Ihm fehlt es genau wie dir. Jetzt liegst ja du als Uhu in seinem Haus. Du bist ja viel mehr für ihn als nur seine Herzdame, sondern du bist auch wichtig für ihn als weise Ratgeberin. Du bist vielleicht auch sein Orakel. Also du gibst ihm unglaublich viel. Du bist wegweisend für ihn. Ne? Und du liegst ja im Haus des Uhus. Ne? Also, ergo, Uhu liegt bei ihm. Das ist ja schon fast, als ob du ihm eine Eule geschickt hast. Ne? Und du bist da bei ihm. Du bist in seinem Haus, wohnst vielleicht als weiser Uhu in der Scheune, ne, auf seinem Haus und Hof. Und er kommt eines Tages raus auf den zugeschneiten Hof und ihm fliegt so eine Eulenfeder vor die Füße. Ein Zeichen deiner Präsenz. Ne? Also du bist vielleicht auch in anderer Gestalt, setzt mal so in Anführungsstriche bei ihm. Und direkt vor seiner Tür ist der Mangel. Zeigt auch, ihm geht es im Moment nicht so gut. Ja. Ihr wisst ja, ich deute die obere Reihe und auch dann die untere Reihe immer wie so ein Zebrastreifen. Ne? Also die Energie, die in den Häusern liegt, die ist sowieso da. Das heißt, er ist mit seinen ganzen Gefühlen bei dir. Du bist in anderer Gestalt mit dem Krafttier Eule bei ihm. Ne? Die Feder fällt ihm vor die Füße. Er bekommt vielleicht auch Zeichen. Er spürt dich, also andersartig. Er bekommt so Himmelszeichen, dass du bei ihm bist. Ja, weil ihm fehlt was. Also vor seiner Haustür liegt der Mangel. Das ist nicht so gut. Ihm geht gerade was ab. Er ist in einer Mangelenergie. Das muss nichts mit dir zu tun haben. Vor deiner Haustür liegt die gute Stube. Das heißt, der Raum, den du dir so sehr ersehnst, der ist gar nicht weit weg. Der wird kommen. Und im Herzen der Reihe, das gilt für euch beide, liegt mit euch in Zeit mit der uralten Mooreiche. Zur rechten Zeit kommt, was kommen will und was kommen soll. Das große Auftauchen. Ne? Im Übrigen liegt auch die uralte Mooreiche in der guten Stube selbst. Wobei in der oberen Reihe für unsere Deutung jetzt in dem Moment die Häuser keine Rolle spielen. Aber hier kommt eine Begegnung oder die Aussprache. Dieser Raum, wo ihr einfach für euch seid, den kriegst du. Der ist schon ganz nah. Ja, und ihm fehlt was. Das ist auch spannend. Also er ist eine Energie, der kommt mir so ein bisschen saft- und kraftlos rein. So, dann schauen wir mal, wie der Prozess weitergeht. Der Prozess selbst, das betrifft jetzt euch beide, ist geprägt von Gefühl. Also ihr seid gerade gefühlstechnisch im Prozess, das ist jetzt hier die weitere Entwicklung. Du liegst auf dem Weg. Also du bist auf jeden Fall Teil des Prozesses und ihr folgt beide dem Ruf eurer Seelen. Ne, also auch jetzt aus seiner Sicht gesehen, spielst du auch längerfristig eine Rolle für ihn. Ne? Ja, und natürlich der Prozess für dich. Man folgt dir dem Ruf der Seele. Das ist total gut. Und mit dem Fuchs ist aber auch immer wieder ein Thema, intuitiv zu sein, sich auf die hellen Sinne zu verlassen. Das ist die Schulung. Ja, weil, ne, ihr wisst schon, hier Hochräume wollen nach oben. Ne? Also das wird auch trainiert. Die übergeordnete Verbundenheit, ja. Der Fuchs steht ja für die hellen Sinne. Hell sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen. Das wird langfristig euch begleiten. Fühlt euch, weil die Gefühle sind da. Ne? Das ist hier voll die Seelenenergie, die auf der unteren Reihe liegt. Da ist das Coaching und es geht auch um die Überwindung von Ängsten natürlich. Es geht aber auch um die Selbstmeisterschaft. Meister Reinecke ist ein Meister.
Ne? Der Fuchs ist meisterhaft, ist der Meister der Selbstliebe auch. Du sollst hier, oder ihr beide, habt die große Ehre, ja, diesen Prozess mit allen Gefühlen, die er mit sich bringt, voll anzunehmen, alles zu fühlen, was gefühlt werden will, jedoch nicht zu vergessen, euch selbst zu lieben. Es darf euch dabei gut gehen. Oha. Ja. Das hört sich nach Auftrag an. Weil wie oft, jetzt bist du mal ganz ehrlich zu dir selbst, weinst du goldene Tränen, weil dir ja dieser Mann ganz einfach fehlt wie verrückt. Und das kann auch umgekehrt so sein. Er zeigt es nur nicht so. Er macht das mehr so mit sich aus. Das liegt hier deutlich drin. Im Allgemeinen lenken sich Männer dann eher halt auch mal ab. Ne? Gell, Sibylein? Dankeschön. Immer schön gut um mich kümmern, gell? Ich glaube, wir müssen dem Sibylein... Wir müssen den Sigilein immer wieder Aufgaben geben, weil das kommt ja dann ins ganze Kollektiv, ne? Weil ich stehe ja für euch. Mhm. Wenn Sigi Geschenke bringt, ne? Das ist doch cool. Den lasse ich jetzt hier die nächsten Wochen Geschenke ankarren. Jawohl. Geschenke an die Seele der Dame. Das können ganz kleine Dinge sein, ne? Das muss nichts Großes sein. So eine große Abizine brauchen wir gar nicht. Wir sind mit einer kleinen Mandarine schon zufrieden, ne? So. In der weiteren Entwicklung liegt natürlich auch das Durcheinander. Also der Prozess geht auch alsweilen chaotisch weiter. Das ist ja die längere Entwicklung, ja? Also das Durcheinander gehört dazu. Nimm's an. Dann geht's leichter. Und ja, mit aller Macht und mit allen Kräften wirkt hier tatsächlich das Schicksal. Na, also das, es hat alles seine Bestimmung. Geh davon aus, dass das Universum sich nicht irrt. Das Universum irrt sich nicht. Diese, also hier liegt eine ganz großartige Liebe. Er liebt dich mehr, als du wahrscheinlich dir nur vorstellen kannst. Weil du bist völlig verunsichert. Hast auch eher so deine Zweifel, ob das mit euch was wird, ne? So liegt es ja ungefähr da drin. Jedoch liegt hier auch direkt in Korrespondenz zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ne? Der Sankt-Nimmerleins-Tag, der liegt ja so in deinen Gedanken. Und in Korrespondenz zum Sankt-Nimmerleins-Tag liegt der Baum der Welten. Und der Baum der Welten, der sagt ganz klar, nichts da nimmer mehr. Ne? Diese Liebe, die hat einen Ort, wo die hingehört. Das ist, die hat einen Platz im Universum und den wird die auch einnehmen. Ne? Und der Baum spiegelt im Übrigen auch in die Taube, das ist die Botschaft und die Nachricht. Also zum einen wird Frieden einkehren, zum anderen wird aber auch Stabilität und Heilung durch Nachrichten, durch Kommunikation geschehen. Das ist auch sehr bezeichnend, weil wir haben auch hier nochmal die Kommunikation im Haus der Schmiede, das ist das Eichhörnchen. Kann sein, dass ihr dran fallen dürft, die Kommunikation zu klären. Zum Glück liegt der Bergkristall in dem Fall drunter, damit es keine Missverständnisse gibt. Es kann sein, dass missverständliche Kommunikation auch immer so ein bisschen Thema zwischen euch beiden waren. Aber der Bergkristall bringt die Klarheit. Also wir haben hier eine klare Kommunikation. Die wird kommen. Ne? Also nichts davon wegen Sankt-Nimmerleins-Tag. Da kommt eine klare Kommunikation. Es braucht halt so auch seine Zeit mit der Schnecke. Die liegt im Hause von Tischlein deck dich, bis hier die Ernte kommt. Aber hier wird wirklich dran gearbeitet, weil die Schmiede... Moment, die Schmiede, wie kam ich denn jetzt eben auf die Schmiede? Die Schmiede... Genau, der Baum der Welten... Nee, Quatsch, das Eichhörnchen, jetzt bin ich völlig durcheinander, liegt im Haus der Schmiede. Also hier wird auch daran gearbeitet, dass die Kommunikation stabil wird. Es braucht halt seine Zeit. Und die Schmiede selbst liegt wiederum im Fuchs. Ne, da ist wieder dieses gewusst wie. Wie macht man am besten was aus diesem heißen Eisen? Ne, die Schmiede hat sich auf den Fuchs gelegt. Wenn die Schmiede, die ja auch für viel Arbeit steht, auf dem Fuchs liegt. Und der Fuchs liegt in der Fee. Das ist die Überwindung von Ängsten. Da ist das Selbstvertrauen und der Selbstwert ganz einfach da. Bedeutet das auch, dass hier
an Wegen gearbeitet wird, wie man hier Ängste überwinden kann und wie man hier ja, mit dem Fuchs auch zum besten Ergebnis kommt. Also wenn die Schmiede hat ja den Fuchs aufgesucht. Und das ist, als ob der Schmied sagt, weißt du, Reinecke, ich habe hier eine Menge Arbeit. Wie würden Sie denn dieses Eisen bearbeiten? Ne? Und die Schmiede im Haus des Fuchses spiegelt in den Bären. Der liegt in der Kommunikation. Ne? Der Bär steht für den Honigpott, für die Süße des Lebens. Und der Fuchs würde sagen, Schmied, also ich würde mir die Arbeit so angenehm wie möglich gestalten. Ne? Ich würde mir auch so ein bisschen die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und zwischendurch immer mal kleine Inseln einbauen. Ne? Weil vor lauter Arbeit, also sehen Sie den Prozess mal ein bisschen lockerer. Ne? Der kann nämlich auch unglaublich süß sein. Ne? Und vor allen Dingen ruhen Sie sich ja zwischendurch mal ein bisschen aus, wer der Schmied. Ne? Weil der Bär schläft auch gerne. Der Bär steht auch für den Schlaf. Ne? Jetzt liegt der Bär im Hause des Eichhörnchens. Da geht es darum, dass diese Kommunikation süß wird, anstatt missverständlich. Das heißt, der Fuchs sagt auch, es geht nämlich auch darum, die richtigen Worte zu finden. Ein bisschen Honig ums Maul hat noch keinem geschadet. Ne? Also die Kommunikation kann sich hier klären, indem man bewusst liebevolle Worte wählt, die der Seele des anderen gut tun. Das Ganze ist hier voll in der Entwicklung. Upsa, weil Schneckchen hat sich jetzt auf die Realität geschmissen. Also die Schnecke ist schon in 3D unterwegs, ne? Also immerhin etwas. Natürlich braucht die ihre Zeit. Jedoch, die Schnecke ist auch eine starke Kraft, weil die hat ihr Haus immer mit dabei. Das heißt, die ist überall zu Hause. Und wenn der Schlüssel liegt für mich darin, wenn du lernst anzunehmen, dass es gerade ist, wie es ist, und es ist vielleicht jetzt gar nicht so, wie du es gerne hättest, aber es ist halt, wie es ist, und dass du davon ausgehst, genauso wie es ist, ist es gerade gut und richtig, dann kannst du auch in der Situation viel lockerer sein und hier die Belastung auflösen. Also hier liegt deutlich drin, die Dame macht sich eine Riesenraste. Die hat zwar als solches keine Angst vor dieser Liebe, sondern die strauchelt gerade, weil ihr der Durchblick fehlt. Die hat hier zu viel Druck auf der Birne. Die Dame macht sich viel zu viele Gedanken. Ne? Also fühle einfach mehr. Er ist bei dir. Der ist näher bei dir und intensiver mit eurem Thema beschäftigt, als du ahnst. Ne? Im Herzen der Reihe haben wir den Bergkristall, die Realität. Das heißt auch, die Erleuchtung kommt ins 3D. Das ist schon mal gut. Und hier wird aufgeräumt. Ne? Also der Bergkristall schon mal als solches liegt ja über dem Kobold. Alles, was hier irgendwie stört oder für Zweifel sorgt oder hier ja, so Bösartigkeit irgendwie auch reinbringt von so kleinen fiesen Aktionen, ne? Dass man das Gefühl hat, die ganze Magie wurde gestohlen. Das ist so nett. Der Bergkristall klärt das, ne? Und er klärt auf jeden Fall den Kobold, weil das Licht ist einfach stärker als der Schatten. Der Kobold ist schon eine starke Kraft, aber wenn der Bergkristall drauf liegt, ne, dann ist das grundsätzlich gut. Und die Realität liegt im Besen. Hier wird aufgeräumt. Ne, die Situation bereinigt sich. Dann haben wir alte Pfade, neue Wege. Auf den 7-Meilen-Stiefeln, hier wird ein wichtiger Schritt gegangen. Und wir haben zwar die Mauer auf den Seelengefährten, jedoch haben wir auch diagonal im Herz der Reihe wieder den Bergkristall, der auch diese Blockade in dieser Seelenliebe, die es für dich vielleicht ist, aufhebt. Und in der 18 liegt nämlich der Dachs. Der hat sich auf die Mauer gelegt. Ne? Die Mauer liegt in den Gefährten, aber auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Dachsfreund. Und das heißt auch, es geht hier um Heilung. Und diese Blockade, die du vielleicht gerade so empfindest, ist vielleicht auch einfach gerade die Zeit, die gebraucht wird, damit es heilen kann. Ne? Weil der Dachs, der weiß um das Ganze, um die ganzen Heilweisen. Der weiß um die Kräuter, Beeren, Pflanzen, Steine. Der Dachs ist der Heiler unter den Krafttieren. Und der ist in seinem Bau, ne? Also tief unten. Jedoch ist der auch mit dem Bergkristall, das hier ist ein Bergkristall, der da so leuchtet, ne? Mit der lichten Welt verbunden. Das ist nämlich ein Channel-Kristall. Das heißt, egal wie tief der in seiner Dachshöhle hockt, der Draht nach oben, der ist definitiv da. Ne? Spannend. Und
diese Heilung, also der Dachs als Heiler oder diese Heilenergie, die auf der Verbindung liegt, ne, und sich auch über diese Blockade, die vor allen Dingen auch was mit dir zu tun hat, drüber legt, spiegelt in den Rahmen. Und der Rahmen selbst ist ja der Rahmen der Möglichkeiten. Und auch hier haben wir wieder dieses Zimmer, die vier Wände. Ne, wir haben hier unten das Portal. Und die Heilung geschieht auch in dem Sinne, dass hier ein Raum geschaffen wird. Der Rahmen ist ja auch ein Raum, wo diese Verbindung, diese Liebe lebbar ist. Ne? Also das ist das, was so abgeht. So generell in die Karten geklotzt. Ne? Und dieser Raum wird sich erschließen, weil der Raum, der Rahmen als Raum korrespondiert in den Hirsch. Und das heißt, dieser Rahmen der Möglichkeiten taucht auf. Ne? Der taucht auf. Und der Hirsch sagt auch, das wird was Echtes sein. Der schaut nämlich auf Wolkenkuckucksheim, was ja auch so ein Luftschlösschen sein kann. Oder eine Tagträumerei. Man wünscht sich so sehr, diesen Rahmen der Möglichkeiten, diese Liebe zu leben. Jedoch, Wolkenkuckucksheim spiegelt in das Nein. Es ist keine Illusion. Nein, Wolkenkuckucksheim. Keine Illusion, sondern eine Vision. Denn Wolkenkuckucksheim liegt im Haus des Bergkristalls. Das ist was ganz Klares, eine ganz klare Möglichkeit mit einer ordentlichen Portion Honig, die hier möglich ist. Ja, ja, ne, dann haben wir das Ja. Und zwar liegt das Nein im Hirsch, aber der Hirsch selbst, der lässt sich nicht bremsen, weil der liegt im Haus des Wolfs, der folgt dem Ruf der Seele. Ja, und der Wolf liegt direkt auf dir drauf. Das hat also hier auch, vielmehr vor deiner Nase, das hat hier also auch gewisserweise was mit dir zu tun. Sagen wir es mal so, er ist total mit dem Prozess beschäftigt. Volle Möhre. Der sucht nach Wegen, Lösungen. Der ist gefühlstechnisch bei dir. Der setzt sich mehr mit dir auseinander, als du ahnst. Der größere Zweifler hier im Moment bist eher so du, weil du nichts weißt. Und das macht dich so ein bisschen wuschelig. Dieses nicht zu wissen, wo du ihn hast, weil er nicht drüber spricht, weil er das, was er für dich fühlt, mit sich ausmacht. Das fühlt er in der Stille. Du machst ihm ganz schön Wuling. Ich bleib dabei. So. Jetzt packen wir das mal weg. Denn wir gucken jetzt doch noch mal schnell aufs Konto. Ne? So, hier hat man schnell aufgeräumt. Gell? Ist ganz fein und praktisch. So. Oh nee, hier wird nicht mehr gemischt. Ja, das ist ja dieses fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6, 12, 18. 15, 15, 16, 17, 18. Wir legen 6er Reihen aus. Ne? 15, 15. 4, 8, 12, ne, wir legen 6er Reihen aus. Da haben wir direkt oben an der Ecke dich, ne? Dein Konto. Dann haben wir den Besen, aha, es wird aufgeräumt. Den Storch, die 7 Meilenstiefel, 1, 2, 3, Lord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Geduld, aha, ja, die Geduld. Dann haben wir die uralte Eibe, die Gefährten, das Schneeglöckchen, die Ordnung, Schlüssel, ja, die Nelke, Überfluss, Dorfkneipe, Vermissen, Zauberknoten und Rekels. So, also erstmal musst du dir keine Gedanken über deine Anziehungskraft machen, weil du korrespondierst in die Nelke. Du bist anziehend für ihn und attraktiv. Ne? Also alles stimmt mit dir. So, dann haben wir, du schaust direkt auf den Besen. Das heißt, du willst hier was bereinigen und willst dann mit dem Storch eine Veränderung herbeiführen. Und hier kommt aber auch eine aus der Geduld heraus. Du spiegelst ja in die Geduld. Ne? Also du musst dir vorstellen, du spiegelst mit dem Besen in der Hand in die Geduld rein, kommt hier jede Menge Licht auf dich zu. Also deine Geduld zahlt sich aus. Das haben wir hier schon mal auch ganz deutlich. Du arbeitest an der Veränderung und das Licht kommt dir direkt entgegen. Ne? So könnte man es sagen. Sieht man hier auch wunderschön, weil hier wird aus dem Licht herausgetreten. Ne? Aus dem Schattenlicht vielleicht sogar. Also der Schatten löst sich auf durch Lord und hier kommt
etwas auf dich zu. Das kann auch Kommunikation und Nachricht sein. Ja, Korrespondenz, gucken wir doch mal. 7 Meilenstiefel korrespondieren in das Vermissen. Also du bekommst hier Nachricht, weil du ganz einfach vermisst wirst. Ja, wo ist er denn hier? Und so, er ist ja gar nicht da, weil er nämlich mit dir beschäftigt ist. Deshalb liegt er nicht am Konto, ne? Nur du bist auf der Resterampe hängen geblieben. So. Spannend. Also hier kommt das auf dich zu, die Geduld zahlt sich aus. Dann haben wir hier auch unbewusst, ohne dass du es merkst, geschieht hier in dieser Verbindung, in dieser Gefährdenschaft ein Transformationsprozess. Die uralte Eibe ist sensationell, weil die zeigt auch den höheren Weg an. Das, was im Prozess gerade mit der Mauer so ein bisschen abgedeckelt ist, ja, das löst sich gerade auf dem Konto, was auch wieder zeigt, dass die Blockade, die geht halt echt auf dein Konto. Ob du das verstehst oder nicht, das hat irgendwas mit dir zu tun. Auf irgendeiner Ebene bist du hier diejenige, die blockiert. Eibe hätte das gedacht. Ne? Und wir haben aber hier, also die uralte Eibe, die wird es schon regeln, weil wir haben hier das Schneeglöckchen. Das heißt, das Eis wird brechen, das Ganze kommt wieder in die Ordnung und ratet mal, wer es löst. The Maus. Ne? Die spiegelt nämlich in die Gefährten. So, und im Haus der Maus liegt ja das Ziggilein, gell? Das Ziggilein liegt im Haus der Maus. Komm mal her, Siggi. Dankeschön. Moment, wir machen es so. Du küsst jetzt mal die Dame. So. Das sieht ja keiner. Stopp. Das muss natürlich jeder sehen, wie die Dame küsst. So. Jetzt. Es geht los. Doch, nicht auf die Brust. Also so. Hier. Also. Hängt er im Dekolleté mit seiner Schnuss. Echt, also sowas. Ja, komm, hau ab. So. Dann Besen in der Hand. Das. Genau. Er löst es, weil er einen Weg findet. Im Haus der Maus liegt der Ziggy. Und er ist ja schon auf der Suche nach einer Möglichkeit. Er wird hier lösen. Er wird lösen. Und vor allen Dingen, die Maus sagt, ja, ne? Höherer Weg, alles ist möglich, ne? Sensationell. Untere Reihe, da haben wir die Anziehungskraft, ja, das ist natürlich auch so ein Ding, also der Überfluss liegt neben der Nelke, also du bist für ihn und auch umgekehrt, du findest ihn ja auch ziemlich hot, wahrscheinlich, ne? Sonst sind wir mal ehrlich, sonst würden wir ja hier nicht klotzen. So. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Punkt, der in die Überforderung gehen kann, weil da haben wir ziemlich viel Gefühl, also überfließend. Das hört sich erstmal gut an, kann aber dadurch, dass es ein Überfluss ist, auch überfordernd werden. Und wenn nämlich eine Anziehungskraft überfordernd ist, sorgt das für Rückzüge. Also man könnte es auch, wenn man es positiv sieht, so sehen, jeder Rückzug deines Gegenübers ist ein Kompliment an dich. Ne? Du bist halt ein heißes Gerät. Okay. Und schon hört sich die Geschichte ganz anders an. Ne? Er hat sich zurückgezogen, weil sie ist zu stark und er ist zu schwach. Oh, da schmilzt du doch dahin wie Butter in der Sonne, gell? So ist zerfließend, ne? Ja, dann haben wir hier auch, ich habe hier die Dorfkneipe liegen, die ja auch so für die Öffentlichkeit steht und das Vermissen. Vielleicht habt ihr irgendwann irgendwie irgendwo eine coole Zeit gehabt zusammen, ne? Und die fehlt. Das kann sein, dass das dir jetzt ganz extrem fehlt, ihm vielleicht aber auch. Und das ist auch der Ort, wo sich eure Verbindung geknüpft hat. Korrespondenz in Lord. Das ist eine ganz lichtvolle Verbindung. Ne? Und diese Verbindung, das ist euer Baby. Das ist schützenswert. Es kann auch sein, dass ihr, dass das was ist, also dass ihr quasi gesehen zusammenarbeitet, weil der Zauberknoten kann auch so für Bündnisse stehen. Man hat sich hier zusammengetan. Ne? Und das ist was ganz Wertvolles. Und hier liegt eine richtig coole Zeit. Und da zieht ihr euch auch an, ne, an diesem Punkt. Das kann jetzt bei jedem anders sein. Ne? Die einen vermissen so mit Vermissen und Dorfkneipe etwas, was sie zusammen erlebt haben. Ne? Außerhalb der vier Wände, so eine coole Zeit, die da halt liegt. Da hat man sich eben halt ja, kennen und lieben gelernt, würde ich jetzt mal so sagen. Da hat man sich verbunden
Und das Ganze hat einen hohen Wert, es ist schützenswert mit dem Rehkitz. Und es ist aber vielleicht auch bei einigen noch was recht Neues. Ne? Es ist noch jung. Es ist eine junge Verbindung. Ne? Es geht noch nicht so lang. Bei anderen kann es auch sein, dass Kinder mit im Spiel sind, ne? Die eben auch euch verbinden. Das liegt auch so, wie gesagt, auf deinem Konto. Das sind alles Dinge, wo du dir Gedanken drüber machst. Ja, das ist schon ein schönes Plättchen, was soll ich sagen, gell? 1:05 Uhr, wir machen Feierabend. Wir packen das jetzt alles wieder weg und ich schneide doch raus. Ne? Das war jetzt heute mal so außer der Reihe die Dorfkneipe. Ich freue mich riesig, wenn ich euch abholen konnte, wenn ich euch eine Freude machen konnte mit so einem schönen Kartenplatz später Stunde. Ich hoffe, dass ich für einige die Lösung bringen konnte. Naja gut, die Lösung, ne? Was ist schon die Lösung? Die Frage ist ja, was wäre denn jetzt, wenn sich es auf einmal auflösen würde? Ne? Also viele wären vielleicht froh, aber ich sage euch mal was. Der ganze Zauber ist auch nur da, weil es so ist, wie es ist. Das ist so, weil der Alltag in Beziehungen, der kommt schneller als gedacht. Na? Das ist einfach so. Und hier bei uns in der Dorfkneipe, hier bleibt es spannend. Ne? Es macht halt auch einfach Spaß, mal ein Kartenplättchen drauf zu schmettern, gell? Ja, ihr Lieben, ich schneide morgen wieder rein. Morgen ist Mittwoch. Ich bin aber morgen nur mit irgendwas Kleinem da. Mal gucken, was ich für ein Space habe. Also irgendwas wird es werden. Lasst euch überraschen. Ich schneide rein und jetzt schneide ich wieder raus. Freue mich über liebe Kommentare, Likes oder natürlich Abos, die ihr mir da lasst. Und dann unterstützt ihr mich, meinen YouTube-Kanal und unsere Community. Und wir rocken gemeinsam weiter. Und wenn ihr dann noch das Glöckchen anklickt. Das Glöckchen braucht man nicht abonnieren. Das hat man mit eingekauft. Wenn ihr das Glöckchen noch anklickt, dann verpasst ihr keine Legung mehr vom Jolandachen. Ne? Und natürlich sind die Abos kostenlos. Viele sind da immer noch verunsichert, deswegen sage ich es dazu. Und auch mein WhatsApp-Kanal ist kostenlos. Da findet ihr den Link in der Infobox zum WhatsApp-Kanal. Da gibt es eigentlich fast jeden Tag was von mir zu hören. Da schneide ich auch mal rein mit, ich will, dass du weißt das. Ne? Weil ich mir gedacht habe, also wenn ihr bei dem WhatsApp-Kanal auf das Glöckchen so, ne, klickt, dann ist das wirklich so, das ist wie, als ob eine WhatsApp von mir kommt. Ne? Und da kann auch mal so ein kleines, ich will, dass du weißt, das reinschneiden, natürlich nicht jeden Tag. Sondern dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist die richtige Zeit. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Trost, wenn hier der Nugget, der sich mal wieder nicht meldet, ne? Dass dann wenigstens mal eine Nachricht vom Jonanderchen kommt, gell? Ja, müssen wir erstmal hier über die Fühlerchen streicheln, gell? Ja, gell? So, komm, Abmarsch mit angelegten Ohren. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Tschüsschen mit Küsschen, bis morgen.